Shalom, shalom. Heute habe ich eine Botschaft, die vielleicht für manche nicht sehr angenehm ist. Und zwar garantiere ich euch, dass die Zeit von Religion vorbei ist. Es kommt jetzt die Zeit, wo nur mehr noch diese Menschen, die einen lebendigen Glauben haben, eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus, die werden durch diese Zeiten hindurchkommen. Menschen, die wirklich in Verbindung leben mit Gott, von Gott hören, beten, ihr Herz dem Herrn hinhalten, für Gott zur Verfügung stehen. Ihr Lieben, es ist jetzt vorbei mit einfach nur religiösen Übungen, ja, sondern Gott möchte Menschen heranziehen, die, mit denen er rechnen kann, mit denen er sein Reich auf der Welt bauen kann. Ich persönlich, ich habe es ja noch von niemandem gehört, aber ich persönlich glaube, dass, ihr Lieben, dass Gott Menschen sucht, die radikal sind. Wie Paul, wie Elisa, Menschen wie Daniel, wie die drei Männer im Feuerofen, Menschen, die radikal sind, die nicht nur so ein bisschen nebenbei etwas Religion haben, sondern die ihr Leben Gott ausgeliefert haben, die mit Gott eins geworden sind, die Gott schonungslos zur Verfügung stehen. Und die werden auch erfahren, dass Gott ihnen dann Gnadengaben gibt, die sie vorher nie gekannt haben. Und da möchte ich euch vorlesen aus dem 1. Korintherbrief 12, mit Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Gnadengaben heißt etwas, was wir unverdient von Gott empfangen. Aber es ist dasselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Und es ist dasselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist dasselbe Geist, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis von demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gnadengabe der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so ist er auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle in einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo das, der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Ja, ihr Lieben, ich habe den Herrn einmal gefragt, was ich für eine wunderbare Gabe habe. Und dann hat er gesagt, ich soll nur fest zappeln. Sage ich, fest zappeln, Herr. Wieso fest zappeln? Sagt er, du bist mein Wurm an meiner Angel. Die, die dich beißen, die hängen an meiner Angel und dann kann ich sie zu mir ziehen. Ihr Lieben, das war für mich schon ein bisschen Überraschung, ja, dass ich nur fest zappeln soll. Ein anderes Mal habe ich gefragt, Herr, hast du noch eine Deutung meines Lebens? Sagt er, du bist ein rotes Blutkörperchen. Du, wo du hingehst, das rote Blutkörperchen nimmt den Schmutz weg. Es bringt Licht, es bringt Leben, es bringt Frische. Ja, also frag einmal den Herrn, was du bist in seinem Reich. Und auch jetzt mit den Gaben, ihr Lieben. Gott gibt diese Gaben aus, nicht weil wir, ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt, die weiß nicht wie viele Sprachen
dieser Welt sprechen, aber sie konnten nicht die Gabe der Zungenrede empfangen, weil sie so geglaubt haben, das hat mit ihrem Intellekt zu tun. Gnadengaben Gottes sind frei gegeben, sind ein Geschenk, ein Geschenk. Und so möchte ich jetzt eine Geschichte aus der Bibel mit euch durchlesen, die mich sehr, sehr berührt. Und zwar ist es im Daniel, das sind verschiedene Geschichten, aber heute möchte ich über Daniel in der Löwengrube sprechen. Da heißt es, im Daniel 5, im ersten Vers, der König Belsazar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl und vor den 1000 trank er Wein. Also wisst ihr, das waren keine kleinen Reichtümer, das waren riesige Reichtümer. Das waren tausend Gewaltige. Das waren Hunderttausende, Millionen, die zu diesem Reich gehörten. Belsazar befahl unter dem Einfluss des Weins, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nabuchadnezzar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes, und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Ihr Lieben, jedes Mal, wenn wir Gott begegnen, fangen wir an zu schlottern. Immer wieder lest in der Bibel, wo der Heilige Geist erschienen ist, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, auch jetzt sind wir in einer Zeit, wo Gott sagt, fürchtet euch nicht. Ich verwende diese Situation jetzt. Ich verwende diese Zeit jetzt, um mit euch zu sprechen. Der König rief laut, man solle die Beschwörer, die Sterndeuter, die Zeichendeuter hereinbringen. Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur bekleiden, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch dem König ihre Deutung mitteilen. Das waren Menschen, die waren von der Esoterik. Und die Esoterik ist ein Counterfeit der wahren Gaben des Heiligen Geistes. Da geriet der König Belsazar in großen Schrecken und seine Gesichtsfarbe an ihm veränderte sich. Und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Und die Worte des Königs und seine Gewaltigen hin, na, auf die Worte des Königs und seiner Gewaltigen hin trat die Königin in das Haus des Trinkgelages. Die Königin begann und sagte, O König, lebe ewig. Lass deine Gedanken dich nicht schrecken und deine Gesichtsfarbe verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurde in Erleuchtung, Einsicht und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebuchadnezzar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt. Dein Vater, o König. Und zwar deshalb, weil ein außergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen, bei ihm gefunden wurde. Bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gegeben hat. Deshalb lass jetzt Daniel rufen und er wird die Deutung kundtun. Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing an und sagte zu Daniel, bist du Daniel? Einer der Weggeführten aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat. Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir ist und dass die Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit bei dir zu finden sind. Ihr Lieben, nach dem sollen wir uns ausstrecken,
dass Gott in uns besondere Weisheit offenbart. Klugheit, dass die Menschen erkennen, was durch uns geschieht, kann nicht menschengeschöpft sein, kann nicht von Menschengeist geschaffen sein, sondern ist übernatürlich. Und uns sind die Weisen, die Beschwörer, vor mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und mit ihrer Deutung mitteilen sollten. Aber sie können die Deutung der Sache nicht kundtun. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutung geben und Knoten lösen kannst. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen kannst, darfst du dich mit Purpur bekleiden, dazu mit einer goldenen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Reich, im Königreich herrschen. Und jetzt hört auf die Stimme, auf die Antwort von Daniel. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir bleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. Du, o König, der höchste Gott, hatte deinem Vater Nebuchadnezzar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhob, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist bis zur Vermessenheit verstockt wurde, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt, und man nahm ihm seine Majestät. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen, und sein Herz wurde dem Tiere gleich. Und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen, wie den Rindern, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen, und dass er darüber eingesetzt, an dass er darüber einsetzt, wen er will. Du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dir gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem all deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und dies ist die Schrift, die geschrieben wurde. Und ihr Lieben, wenn wir uns die Welt anschauen, ich glaube, wir haben uns auch weit von Gott entfernt. Wir haben andere Götter angebetet. Geld, Macht, Vergnügen. Sport, Kunst. Ihr Lieben, wir sind in derselben Lage wie dieser König. Und da, wenn wir uns gegen die Ordnungen Gottes auflehnen, ich will jetzt nichts erwähnen, aber ihr wisst genau, um was es geht. Wenn wir anfangen, Gesetze zu schreiben, um unsere Vorstellungen umzusetzen und durch Gesetze Sünde richtig zu erklären, dann muss Gott eingreifen, ihr Lieben. Und er greift ein, weil er weiß, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und jeder Vater, jede Mutter, die sieht, dass das Kind auf dem falschen Weg ist, die werden eingreifen. Die werden Korrektur geben, weil sie ihr Kind lieben. Und Gott liebt uns. Und deshalb hat er jetzt für uns eine Kostprobe gegeben, wie machtlos wir sind in unserer eigenen Kraft. Und jetzt lese ich weiter. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dies ist die Deutung des Wortes Mene. Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Daraufhin gab Belsazar Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und man rief über ihn aus, dass er der drittmächtigste im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Und Darius ist im Kapitel 6 von Daniel,
Der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Da gefiel Darius über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Männer zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Ihr Lieben, Gott sagt, dass der Lohn der Demut und der Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Ihr Lieben, wir müssen aufstehen und in unsere Berufung durchbrechen. Amen. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer: Wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreiches, die Statthalter, die Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Ihr Lieben, hier ist eine wunderbare Verschwörungstheorie. Ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt. Ich weiß, was ich denke. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Es ist wirklich die Zeit, dass wir anfangen, Gott anzubeten, ihn zu preisen, ihm zu glauben. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm: Bezüglich des königlichen Verbotes, hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach: Das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr, und er sann darauf hin, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König: Wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König, und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache damit Daniel nicht verändert wurde. Daraufhin ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich einbringen. Und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können?
Da redete Daniel mit dem König: O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und der König befahl und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen, Sprachen, die auf der ganzen Welt wohnten, euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königsreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Ihr Lieben, das möchte der Herr auch in unseren Tagen tun. Menschen, die wie Daniel sich nicht beugen vor Götzen, sich nicht beugen vor Methoden des Selbstschutzes, sich nicht beugen vor Sachen, die nicht vom Heiligen Geist sind, sondern aus der dunklen Ecke des Teufels. Und ihr Lieben, die wird Gott beschützen und bewahren. Und die werden erkennen, dass Gott größer ist als alle Not, als alle Täuschung. Denn Fear auf Englisch heißt False Evidence Appearing Real. Also falsche Tatsachen schauen so aus, als wären sie real. Ihr Lieben, kommt in die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Kommt in den Glauben an den Gott, für den nichts unmöglich ist und in dessen Hände die sicher sind, die ihm vertrauen, die auf seinem Wort stehen, die ihn anbeten, die ihm mehr glauben als allen Umständen. Und so bitte ich euch, kommt, geht auf die Knie, betet für die Obrigkeiten, betet. Denn ich bin überzeugt, Daniel hat gebetet für diesen König. Er wusste, dieser König liebt mich. Und er ist gebunden durch die Gesetze, die er selbst zugelassen hat. Und Gott hat sein Gebet erhört. Betet für die Obrigkeiten, denn wenn Gott zu den Obrigkeiten spricht, dann haben wir ein ruhiges Leben. Fastet, betet, lobt Gott, preist ihn und werft euer Leben hundertprozentig in die Hände des Herrn Jesus Christus. Erlaubt ihm, durch euch zu leben. Shalom.